So, meine lieben YouTube-Freunde, ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert mit diesen Rissen hier. Hier seht ihr einen Spannungsriss und ich zeige euch jetzt, wie der zugemacht wird. Das ist ein Material, das heißt Noxyde, und hier wird praktisch vorgestrichen. Dieses Material ist dauerelastisch und das ist eben das muss eben dauerelastisch sein, ansonsten geht natürlich dieser Riss wieder auf und das soll er nicht. Wenn ihr zum Beispiel oftmals einen Dachdecker fragt wegen einem Riss, dann sagt er, naja, Platte austauschen. Das ist absolut nicht notwendig, weil es sind oft diese alten Platten wesentlich stabiler und besser als neues Material. Hier kommt dann ein Gewebevlies rein. Dieses Gewebevlies hilft eben, dass dieser Spannungsriss zu ist, dauerhaft, haltbar zu ist. Die Schere schneidet nicht sehr gut. So, ich schneide das ein bisschen ein, damit die Rundungen eben perfekt gemacht sind. Dann wird das eben eingebettet, dieses Gewebevlies. So. Und dann kommt noch eine Schicht drüber. Und das ist dann eine dauerelastische Abdichtung, die eben diesen Riss zumacht. Dauerhaft haltbar. Dieser Spannungsriss ist jetzt zu und dadurch, dass eben dieses Noxyde dauerelastisch ist, bleibt es auch zu und geht nie wieder auf. In der gesamten Lebensdauer dieses Daches. Und die Lebensdauer kann ohne weiteres noch die nächsten Jahrzehnte andauern. So, meine lieben YouTube-Freunde, hier habt ihr jetzt eine perfekte Rissüberbrückung. Hier habt ihr noch eine. Und so werden alle diese Risse überbrückt. Und ihr habt dann ein perfekt saniertes Dach, das nicht nur perfekt neu verschraubt ist, sondern wo alle Risse zu sind und keine Feuchtigkeit mehr oben durch das Dach eindringen kann. Und das ist eine tolle Sache. Weil es hat keinen Sinn, wenn hier ein Dach saniert wird und die Risse und die Sprünge sind alle offen. Und wenn die alten Schrauben noch drinnen sind, hat das auch wenig Sinn. Sondern es soll bei einer Dachsanierung, sollen alle diese alten Schrauben mal nach 35, 40, 50 Jahren mal ausgewechselt werden. Weil wenn ein großer Schaden an einem Dach entsteht, dann ist das hauptsächlich wegen lockerer Schrauben, dass ein Dach davon fliegt. Wenn die Befestigung optimal ist, dann kann überhaupt nichts passieren. Also ich hoffe, dieses Video war interessant für euch. Ich will euch zeigen und aufklären, wie eine perfekte Sanierung passiert. Und ich danke euch herzlich für euer Interesse, fürs Zusehen, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte ich euch um ein Like, dass ihr dieses Video teilt und dass ihr mich abonniert. Herzlichen Dank. Tschüss.